Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer zweiten Folge von Orbis Terrarum Natura, dem Gemeinschaftszoo von diesen sieben Leuten. Den ersten Teil des Zoos haben wir ja in der letzten Folge schon besichtigt und der war richtig, richtig cool und ich freue mich heute mega auf den zweiten Teil. Aber bevor es losgeht, gibt es ja noch ein Gewinnspiel, was aufgelöst werden muss. Denn beim letzten Mal habe ich die Frage gestellt, wie viele Tretboote waren im Tretbootverleih? Da war natürlich die Antwort 4 die korrekte Antwort. Das habt ihr auch sehr häufig richtig in die Kommentare geschrieben. Und die drei Gewinner von jeweils einem 15€ Amazon-Gutschein, das sind folgende Leute. Herzlichen Glückwunsch an euch. Meldet euch bei mir im Discord, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und dann bekommt ihr auf jeden Fall euren Preis. Und am Ende dieser Folge wird es wieder was zu gewinnen geben. Dann werde ich wieder eine Frage an euch stellen, also passt gut auf. Und ich würde sagen, wir starten jetzt in den Zoo. Und an diesem wunderschönen Wasserverlauf haben wir beim letzten Mal ja die Folge beendet. Da war nämlich hier noch eine Absperrung im Weg. Aber die ist jetzt weg, denn wir können jetzt endlich den zweiten Teil von Orbis Terrarum Natura erkunden. Ich bin super gespannt. Und ich muss schon mal sagen, der Baum hier sieht ja mal cool aus. Der ist selbst gemacht mit solchen Ranken, ne? Das ist ja ein nicer Baum. Richtig cool. Aber wir schauen erstmal auf die Karte, bevor wir weitergehen. Das hier ist nämlich die Übersichtskarte. Wir befinden uns gerade hier links oben. Als letztes waren wir ja hier bei diesem Jaguar-Dom, beim Rain-Dom. Und gleich geht es anscheinend zu Flamingos, Leistenkrokodilen und dem schwarzen Panther. Das ist cool. Und dann geht es hier runter zu Bären, Japan-Makaken und in so einen asiatischen Bereich, so wie es aussieht. Pandas, Red Pandas. Hier sehe ich auch noch Indien. Ich weiß gar nicht, wie weit es heute geht. Das werden wir dann gemeinsam herausfinden. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier in den ersten Bereich. Mal schauen, wie das Ganze hier ist. Ich finde schon mal cool, dass der Weg hier so sich entlang schlängelt. Und das hier mit den kleinen Geländern an der Seite sieht auch echt cool aus. Die Bepflanzung natürlich auch. Also die Gestaltung ist wirklich richtig, richtig gut. Was mir hier direkt auffällt, ist eine coole Bisonbrücke. Ah, Bisons und Springböcke haben wir hier. Ein relativ flaches Gehege, aber die mögen das ja auch flach. Aber hier ist so eine richtig coole Brücke, wo die rübergehen können. Die andere Seite. Da seht ihr gerade den Springbock. Wie er rüberhoppelt. Wie nice. Auch schön aus Holz und Stein. Passt ja sowieso immer sehr gut zusammen. Gehen wir hier weiter und schauen mal von dieser Seite. Oh ja, das Gehege ist ja richtig schön. Oh, dafür, dass das so flach ist, ist das super schön gestaltet. Mit diesen tollen violetten Blumen. Die Felsen sind auch richtig cool. Dann auch hier mit dem Terrain wohl richtig gut gearbeitet. Das gefällt mir echt gut. So schöne Musik. Auf der anderen Seite haben wir dann einen kleinen Unterstand für die Tiere. Das sieht echt super aus. Hier ist auch noch so ein Garagentor, was wahrscheinlich hochgeht. Kann man dann vielleicht mit einem Fahrzeug oder so rein? Oder da sind wahrscheinlich irgendwelche Werkzeuge oder sowas drin. Auch richtig schön hier das Geländer. Da hinten erwartet uns auch irgendein riesiges Gebäude. Ich hoffe, ich verlaufe mich nicht. Ich habe aber ungefähr wieder den Weg im Kopf. Oh, hier haben wir die Flamingos. Oh, wie schön. Sie da alle auf einem Bein chillen. Das ist ja nice. Der Untergrund sieht ja hier mal cool aus. Mit dem Wasser hier, das ist ja richtig cool gestaltet. Das ist halt kein tiefes Wasser, nur so richtig flaches Wasser, aber das sieht mega cool aus. Auf der anderen Seite ist wahrscheinlich, ja, hier ist wahrscheinlich auch noch Gehege. Sieht mega nice aus. Sieht einfach richtig natürlich aus, der Untergrund. Hier auch die Barriere mit Bambus. Dun, dun, dun. Hier ist so viel Liebe zum Detail drin. Das ist so toll. Wir gehen erstmal hier rechts rum. Überall auch die schönen Blumen. Hier ist auch wieder ein wundervoller Wasserbereich. Gerade echt super idyllisch mit der Musik, dem Wasserplätschern. Oh, hier sogar so ein schönes Flamingo-Schild. Hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass am Ende alles hochgeladen wird. Nach der letzten Folge. Dann könnt ihr den Zoo auch selber ausprobieren.
Oh, hier ist der Unterstand. Hier kann man reingucken durch solche runden Gucklöcher. Das finde ich ja cool. Weil ich werde wahrscheinlich die ein oder andere Sache übersehen. Dann könnt ihr das alles selber nochmal nachgucken, wenn ihr den Zoo dann selber ausprobieren könnt. So, auf der anderen Seite ist wahrscheinlich relativ identisch das Ganze. Ja, macht ja auch Sinn, ne? Wenn man das Ganze so handhabt mit zwei Seiten. Also es ist nicht ganz gleich, ein bisschen unterschiedlich ist es schon. Aber vom Stil her ist es gleich gehalten, finde ich auch gut. So, und jetzt geht's hinein in dieses wunderschöne Haus. Auch hier wieder so ein, weiß gar nicht, ein Gewächshaus, Rainforest House, ich weiß es nicht, wie das heißt. Das hier sind Schiebetüren wahrscheinlich, ne? Funktionieren leider nicht. Hier sind Infobroschüren. So, ich denke mal. Oh, das sieht wirklich aus nach wie Rainforest oder so. Aber coole Form hier mit dem Glas. Habe ich so auch noch nie gesehen. Hier haben wir den Jaguar. Da hatten wir den nicht. Nee, da hinten waren die nämlich nicht drin, ne, in dem Gehege. Beim letzten Mal, bei der letzten Folge. Das heißt, die wurden vielleicht hier umgesiedelt in diesem Bereich. Könnte ich mir vorstellen. Sind sie denn? Oh, da sind die Krokodile. Also der Baustil hier ist auch wieder super. Richtig, richtig schön. Die Farbkombination, das ist alles super stimmig. Und das Krokodil-Schild da mega. Okay. Aber auf der anderen Seite, das ist wahrscheinlich Jaguar-Gehege hier. Die sehe ich aber auch wieder nicht. Aber die verstecken sich wahrscheinlich. Aber auch ein wunderschöner Swimmingpool hier. Für den Jaguar. Bleiben wir auf den Besucherwegen. Ich gehe mal links herum. Ich hoffe, das ist richtig. Ah, die können hier sogar hochklettern. Das ist cool. Ist dann auch noch so ein bisschen Sicherheitsabstand zumindest. Aber man sollte hier nicht die Finger reinstecken. Ansonsten bekommt man ein Problem mit den Jaguaren. Das ist hier alles mit den neuen South Africa DLC-Sachen gebaut. Neu kann ich da eigentlich gar nicht mehr zu sagen, solange wie das schon draußen ist. Hier kommen wir, doch, hier kommen wir so ein bisschen durch. Da hinten ist nämlich der Jaguar, der hat sich gerade zurückgezogen, aber da kommt einer rausgehoppelt, das ist super. Der kommt hier sogar hoch. Wie perfekt. Der macht jetzt Show für uns. Na komm, nimm das Ding auf. Jawohl. Dafür könnt ihr aber mal ein Like da lassen, Leute. Wie süß. Wunderschönes Tier. Ich finde das cool, dass die wirklich hier auf ja, Augenhöhe hoch können. Dass sie hier vorne rauf können. Hier können die dann rüber balancieren und da hinten auch nochmal rauf. Ist echt nice gemacht. So, aber ich denke mal, wir müssen jetzt. Gibt es hier noch einen weiteren Weg? Nee, hier können wir jetzt noch ein Getränk mitnehmen oder einen Feuerlöscher. Und dann geht's zurück auf die andere Seite. So, dann gucken wir mal, was es hier auf der anderen Seite gibt. Dann nochmal ein Wasserspender. Ja, das Krokodil haben wir ja gerade schon gesehen. Echt richtig schön gestaltet hier. Ah, hier ist Underwater Viewing. Kann man hier nochmal das Leistenkrokodil sich nochmal genauer angucken. Für Kinder ist es sogar noch besser. Man müsste sich hier noch ein bisschen bücken. Ich finde es cool, dass hier so ein ja, blauer Untergrund ist. Das finde ich mega nice bei Wasser. Dadurch wirkt das Wasser irgendwie immer so, ich weiß nicht, so ozeanmäßig. Da fühlt man sich gleich wie in so einer Karibik, wenn dann so ein hellblauer Ozean ist. Ich glaube, das war's hier schon. War richtig schön. Hat mir richtig gut gefallen. Weiter geht's. Geht's hier nämlich zurück. Aber wir gehen jetzt hier lang, genau. Wieder unter diese wunderschöne Brücke durch. Ach, hier sind auch noch schöne Bilder. American Antelope und North American Bison. Richtig cool. Und hier geht es dann weiter in den nächsten Abschnitt. Und hier geht es weiter. Oh, was haben wir hier denn noch? Ah, das ist ein Krokodil. Ein Krokodilsfelsen. Wie nice. Ja, Leute, bevor es weiter in den nächsten Bereich geht,
will ich nochmal eben von oben einmal das Ganze angucken. Können es auch wieder mit Kamerafahrten machen. Aber ich denke mal, hier gibt es so viel zu sehen, das ist dann so ein bisschen leichter. Also die Gestaltung und Bepflanzung hier finde ich echt super. Gerade mit diesen ganzen Blumen. Das ist wirklich wundervoll. Das ist richtig schön. Und hier diese coole Brücke. Auch eine ganz tolle Idee. Wie schnell die Böcke da auch rüber hoppeln. Die kennen da nichts. Können wir auch nochmal schnell reinfliegen. Ah ne, wir können die gar nicht rein. Wir können mal hier reinlooten. Okay, das ist leer. Da soll man wahrscheinlich nicht reingucken. Hier war der Flamingo-Bereich. Der sieht so cool aus. Also ich finde diesen Untergrund so nice. Richtig schön gestaltet. Dafür, dass hier alle Gehege so richtig ebenerdig und flach sind, sind die wirklich wundervoll gestaltet. Ah, hier können die Flamingos dann auch durch, hoffe ich. Hier sind sogar so Rohre drin. Nice. Auf der anderen Seite relativ identisch, das Ganze. Noch nicht ganz. Aber finde ich mal gut, dass das sich ein bisschen unterscheidet. Oh, guck mal. Sogar auf dem Dach ist hier gestaltet. Richtig schön. Alles bepflanzt. Schöne Glas, ja, Stellen drin, dass natürliches Licht reinkommt. Das hier ist der große Dom. Der sieht auch echt gut aus, auch von außen. Da können wir auch nochmal kurz reinfliegen. Einmal reinlukern. Oh, da sind sogar noch mehr Krokodile, habe ich gerade gar nicht gesehen. Sieht auch echt super aus, das Gehege. Die haben auch alle hier noch so einen Rückzugsort, wo sie hin können. Hier oben ist auch alles bepflanzt, mega schön. Oh, den haben wir gar nicht gesehen, den Schlingel. Jetzt weiß ich, warum da schwarzer Panther war. Hier gibt es nämlich ein schwarzes Pantherbaby. Gut, dass wir den nicht übersehen haben. Oh, ist der süß. Guck mal ins Licht. Ist ja schon so dunkel. Oh. Oh, so niedlich. Richtig toll. Hat sich nochmal gelohnt, hier reinzufliegen, definitiv. Aber auch wundervoll hier drin, ne? Das sieht echt super aus. So, jetzt geht's aber weiter. Die Wand hier sieht ja auch cool aus. Ist auch selbst gebaut, glaube ich, ne? Mag die Farbkombination sehr gerne von der Wand. Isabelbär haben wir hier als nächstes. Ist hier schon das Gehege? Ich glaube schon. Das sieht ja richtig cool aus. Also die Farben hier sind echt nice gewählt. So kann man es natürlich auch elegant lösen mit so einer schönen Trennwand. Oh, und hier haben wir das. Oh, ist das riesig, das Gehege. Aber sieht ja richtig cool aus. Auch cool, dass hier so. Ja, sind das Betonwände eingebaut wurden? Das finde ich mega nice. Ist auch so ein Fluss, der da durchfließt. Leider sehe ich gerade keine Bären. Hier könnte man sogar so ein Fernglas anschmeißen, weil das Gehege so riesig ist. Nehmen wir auch noch wunderschöne Toiletten. Oh, das sieht ja auch cool aus hier mit der Wand. Was hier alles für Details sind, ne? Hammer. Kann man sich dann hinchillen, nochmal sich erfrischen. Hier nochmal. Was ist das hier? Sind das Snacks oder so? Ich weiß es nicht. Hier ist auch kein Laden. Also ich glaube mal, hier soll man sich dann einfach an den Automaten bedienen. Finde ich eine gute Lösung. Guck mal, das ist auch wieder cool, ne? Hier ist der Zaun ein bisschen höher. Und hier ist dann nochmal so ein niedrigeres Stück. An dieser Stelle, wo man sich hinsetzen kann. Damit man vielleicht auch nochmal rüber gucken kann. So, wo sind die Bären? Boah, das sieht ja auch schön hier aus, die Wasserfälle. Das ist auch so ein Gehege. Da müssen wir nachher nochmal ein bisschen von oben genauer drauf gucken, weil das so riesig ist. Da können wir die Details besser erkennen, denke ich. Boah, diese Wand, ey. Die ist echt cool gemacht. Hier ist ein Tor. Nur mit nichts dahinter.
Und hier gucken wir auch nochmal rein. Ja, die Bären sind wahrscheinlich jetzt sonst wo. So groß wie das hier ist. Ja, immer so, ne? Wenn man gerade da ist, verstecken sich die Tiere. Aber das Gehege ist wirklich super gestaltet. Ich finde es auch cool, dass hier nur so fleckenmäßig der Schnee verteilt ist und nicht so komplett. Sieht echt cool aus. Oh, Japan Makak. Auch richtig cooles Schild. Wahrscheinlich aus dem Workshop. Oh, wie nice. Hier ist sogar so ein Luftloch drin. Das spielt er. So ein ausgetrocknetes Gehege mit ganz vielen ausgetrockneten Baumstämmen. Also der Innenbereich vom Gehege. Da geht es auch noch natürlich nach außen. Ich finde die Farbe hier richtig cool. Ich glaube, das ist Lehm. Aber dieses Hellbraun mit diesem Dunkelbraun kombiniert, sieht echt schön aus. Das ist echt cool. Na und du, Kleiner? Was machst du hier? Hast du was gefunden zum Spielen? So, wir gehen weiter. Du bist wieder ganz viele Schilder, aber wir müssen gleich links lang. Ihr seht schon, wie riesig dieser Zoo ist, ne? Auch ein cooler Wegtrenner. Hat irgendwie was. Oh. Oh, da ist ein Bär. Und ein Baby. Jetzt sehen wir sie endlich, die Bären. Guck mal, er schwimmt, versucht hinterher zu schwimmen. Und jetzt dreht er, glaube ich, um. Die Mama schwimmt dann doch ein bisschen weiter. Ah, die können hier hinten hoch und ich glaube hier ins Haus gehen, oder? Ich glaube schon. Ja, hier können die dann schlafen. Haben wir wahrscheinlich jetzt gerade verpasst. Hier sind dann nochmal Infos. Ich glaube, hier fehlt die Tafel. Die muss noch angestellt werden. Mit dem Bären. Aber es macht ja nichts. Oh, hier ist ein Spielplatz. Erstmal rüberlaufen, kommt. Sehr gut. Oh, das ist ja eine coole Wippe. Ein schöner Spielplatz. Haben die Kinder auch was zu tun? Können sich die Eltern auch mal kurz ausruhen? Und hier geht es dann wieder raus. Ah, das ist der Außenbereich jetzt von den Japan-Makaken. Hier kommen die dann raus über die Brücke. Da läuft sogar einer. Das war jetzt perfektes Timing. Oh, wartet mal. Mal kurz. So viel Zeit muss sein. Aber auch richtig schön hier gemacht. Mit so einem Wasser alles abgetrennt. Und dann mit diesen Wänden hochgezogen. Und auch alles abgerundet. Das ist ja immer super anstrengend, wenn man nicht viereckig baut. Aber es sieht dadurch auch viel, viel schöner aus. Ich finde es auch cool hier, dass das hier mal so ein bisschen höher drin ist, der Boden und sowas. War schlecht umschrieben, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Oh, hier gibt es schon direkt das nächste Tier. Ich weiß gar nicht, wo ich alles hingucken soll. Das ist ja unglaublich. Ein Panda-Bär. Dann ist auch noch ein Wasserfall. Wenn es ab und zu ein bisschen ruckeln sollte, dann tut es mir sehr leid. Ihr wisst ja, ne? Planet Zoo und seine Performance. Ich hoffe wirklich noch auf ein Performance-Update. Sieht auch echt schön aus. Ist auch ein super großes Gehege. Das ist ja alles Japan-Makaken. Ja, riesig. Schaut mal, da oben klettert sogar einer gerade. Die haben halt auch ein riesiges Gehege. Hier könnt ihr dann auch ins Wasser. Ich glaube, ja, die Äffchen gingen gar nicht ins Wasser, ne? Er traut sich, glaube ich, nicht. Ich glaube, er trinkt da gerade nur oder so. Auch wunderschön gestaltet. Hier ist dann nochmal ein schönes Schild. Ich würde sagen, wir gucken jetzt aber nochmal ganz kurz von oben uns das Ganze an, was wir bis jetzt gesehen haben. So, Leute, jetzt können wir nochmal genauer gucken. Oh, das hier ist auch richtig schön gemacht. Sieht super natürlich aus hier, der Übergang. Ist ja immer nicht so einfach, das vernünftig zu gestalten. Schaut mal, wie riesig dieses Gehege ist. Also wenn sich die Bären da nicht wohlfühlen, dann weiß ich auch nicht. Wir haben die schöne Klettermöglichkeiten. Auch ein riesiges Gewässer. Sorry.
war der falsche Knopf. So wollte ich machen. Er planscht da und man sieht wundervoll hier das Wasser. Sieht auch echt cool aus, diese kleineren Wasserfälle. Die sind, glaube ich, mit solchen Ringbrunnendüsen gemacht oder so. Also, aber von Weitem sehen die echt super aus, wenn man von hier guckt. Ein schöner Wasserverlauf. Ja, die Gestaltung ist super. Schöne Höhenunterschiede, schöne Felsarbeit. Super Gestaltung. Mega groß. Finde ich richtig cool. Finde es auch cool, dass hier immer so ein bisschen Beton eingebaut wurde. Und auch hier unten noch sogar Steine. Also da ist wirklich so viel Liebe zum Detail schon wieder. Was ist das Baby? Hier geht es dann nach oben. In das Haus. Oh, das sieht auch echt schön aus. Relativ schlicht. Aber hier ist wieder diese schöne Farbkombination aus diesem hellen Braun und diesem dunklen Braun. Jetzt schlafen sie sogar gerade. Ach, ist das toll. Und das habe ich gar nicht gesehen hier. Hier ist auch noch schöne Deko. Aber ihr seht schon, ne? Von oben sieht man dann immer noch viel mehr. Auch echt coole Idee für so ein Gebäude. Und das ist mega nice. Man dadurch nochmal so ein Luft- und Lichtloch hat, oben in der Decke. So, das hatten wir gesehen. Hier war der Spielplatz. Und hier vorne war das Japa-Makak-Gehege. Auch eine interessante Form, ne? Richtig cool. Auch super interessant. So viele Baumstämme drin. Also die haben ja so viele Klettermöglichkeiten. Da können sie dann rein. Da sitzen sie im Innenbereich. So, und dann hatten wir noch ein Gehege gesehen, ne? Oh, das hatten wir noch gar nicht gesehen. Hier ist ja auch schon ein Gehege. Okay, das gucken wir uns gleich erstmal so an. Aber wir hatten hier noch kurz einen Blick drauf geworfen. Auf die Pandas. So ein längliches Gehege. Aber auch super interessant von den Höhenunterschieden. Oh, die können auch in den Innenbereich rein. Hier ist auch ein wunderschöner Wasserfall. Mega toll. Oh, Leute, wartet mal. Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Das hier ist das... Oh, sorry, da hatte ich gerade mal einen richtig krassen Lag. Das hier ist das Eingangsgebäude. Wir befinden uns jetzt gerade auf der Rückseite sozusagen. Gut zu wissen. Ja, das werden wir aber, glaube ich, gleich noch alles sehen hier. Das Dach sieht auch schon wieder so cool aus. Alles schön bepflanzt. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal wieder so weiter. Weiter geht's. Wir befinden uns jetzt gerade hier. Wir gehen jetzt aber noch nach da vorne. Hier hätten wir nämlich schon das nächste Gehege. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Hier sind nämlich die roten Pandas, die haben hier einen Außenbereich. Da geht's ins Asia-Haus. Sind die vor mir hier super interessant. Und auch die Farbkombination und Gestaltung. Schaut euch mal an, wie schön das alles aussieht. Das ist wirklich wundervoll. Was haben wir hier denn noch? Warte mal, jetzt bin ich aber verwirrt. Habe ich gar nicht gesehen. Ah, hier ist ein Schlagloch drin. Ja, das kann mal passieren, aber elegant gelöst mit so einem Schild. Kann man sich dann natürlich zunutze machen und einfach... Ja, einfach eine Baustelle draus machen. Eine offizielle. Wo ist der rote Panda? Wann habe ich ihn schon gesehen? Von oben. Jetzt, wo ich gucke, ist er natürlich wieder nicht da. Der Frechdachs. Oh, indische Elefanten sind hier. Oh, das ist aber gefährlich, oder? Wenn die hier so direkt reinkommen können. Mit dem Rüssel könnten die ja locker so einen Menschen erfassen, denke ich. Aber ist trotzdem sehr schön gemacht. Wir haben ja auch einen schönen Wasserbereich, so wie es aussieht. Sind ja auch wundervolle Tiere. Aber wir gehen jetzt mal ins Asia-Haus. Ich kann es kaum erwarten. Oh, das hier ist leider durch die Mods. Sonst wären nur mal diese rote Pandas. Gehen wir hinein. Oh, das Asia-Haus. Oh, wie cool. Ist auch wieder so ein rundes Fenster und so cool mit Seilen abgesteckt. Schöne Toiletten.
Hat die Türen alle schön gestaltet. Da ist sogar ein WC-Schild. So viel Liebe zum Detail. Gut, auf die Vivarien gucken wir jetzt mal nicht, was da drin ist. Und Skorpione drin. Oh, richtig schön. Hier ist der Innenbereich von den roten Pandas. Mit diesen kleinen süßen Hütten. Können die dann schlafen? Und hier geht's dann nach draußen. Mega schön. Hier haben wir den neuen Frosch. Ah, hier ist natürlich auch jetzt keine Scheibe drin durch die Mods. Ich glaube, ich hätte so ein paar Mods deinstallieren müssen für diesen Bereich. Aber ist egal. Soll uns jetzt nicht weiter stören. Hier sind dann die Elefanten. Oh, hier ist sogar so ein Sicherheitsabstand. Draußen war es egal, hier ist einer drin. Aber auch sehr schön gemacht. Dass hier oben hier diese Ranken runtergehen. Dann hier oben wieder natürliches Licht durch Glas. Und ein wunderschönes Baby. Ich weiß gar nicht, wo ich alles hingucken soll. Hier kann man nochmal in die Seite reingucken bei den Pandas. Oh, das sind die richtigen Pandas jetzt hier, glaube ich, ne? Ja, jetzt sind wir hier. Ah, okay. Die sind ja, glaube ich, auch saugefährlich. Obwohl die keine Fleischfresser sind, ne? Aber die haben halt spitze Zähne. Wieso haben die eigentlich so spitze Zähne, wenn die keinen... Oder fressen die auch Fleisch? Ich weiß es nicht. Sind auf jeden Fall wundervolle Tiere. Oh, guck mal, hier haben wir noch ein Tier. Panzernashörner. Oh, wie schön. Nashörner sind auch so tolle Tiere. Leider sehr viele Arten vom Aussterben bedroht. Aber hier kann man auch nochmal rausgucken. Das ist auch das Gehege von den Panzernashörnern. Und hier geht es auch nochmal raus. Oh, wie schön. Hier sind, glaube ich, die Elefanten auf dieser Seite. Ja. Da ist ein Elefant. Auf der anderen Seite sind die Nashörner. Gehege schauen wir uns gleich auch nochmal wieder von oben an. Ich hoffe, ich laufe den richtigen Weg. Normalerweise hätte ich hier Fußabdrücke, aber die wurden aus Versehen gelöscht, glaube ich. Deswegen mache ich das gerade einfach so, freie Schnauze. Also ich muss sagen, der Zaun hier ist ein Betegetcamp auf einer sehr unpassenden Höhe. Also dieses Geländer ist immer ein bisschen im Weg. Deswegen laufe ich immer schon so ein bisschen zurück. Aber sieht natürlich sehr schön aus. Ich muss auch sagen, in diesen ganzen Bereichen hat mir die Farbkombination super gefallen. Jetzt sogar dieser Zaun überall gereicht, meiner Meinung nach. Dann hätte man viel mehr gesehen vom Gehege. Aber echt wundervoll, ne? Auch hier wieder alles abgesteckt. Und die Gehegeform ist einfach so schön. Sieht alles so gut aus hier. Das ist echt nice. Was haben wir hier? Under Construction. Mit einem wunderschönen Berg im Hintergrund. Aber selbst das ist schön gestaltet. So, hier geht es dann wieder zurück. Oh, hier geht es auch nochmal nach unten. Ah, das darf natürlich nicht fehlen. Underwater Viewing. Das ist ein schönes Elefantenschild nochmal. Auch hier wieder alles super gestaltet unter Wasser. Leider schwimmt da gerade keiner. Das ist echt super. Hier können die dann hoch über die Treppen. Ja, wir schaffen das auch. Und dann ist man im Gehege. Ich finde das ja cool, ne? Dass das alles so richtig angelegt wurde mit Betonwänden. Eine schöne Lösung. Macht ja auch Sinn in einem Zoo, ne? So, und dann geht's hier zurück. Und ich glaube, dann können wir nochmal wieder von oben schauen. Jetzt sind wir nämlich wieder hier an dem Bauzaun. Ja, Leute, auch diesen Bereich checken wir nochmal von oben. Also wirklich, wirklich wundervoll. Ich liebe ja die Gehegeform hier. Immer so abgerundet ist. Das ist so cool.
Das Asiahaus ist natürlich auch wunderschön, haben wir ja gerade schon gesehen. Das hier ist dann Elefantengehege. Hier war das Planschbecken für die Elefanten. Das ist wirklich toll gestaltet. Auch wieder ein riesiges Gehege. Der Boden sieht auch wieder richtig nice aus. Richtig schön der Übergang in diesen kaputten Felsen. Hier geht es dann hinein. Auf der anderen Seite hatten wir dann nochmal die Panzernashörner. Hier ist es relativ ähnlich. Hier gibt es sogar noch eine Underwater Viewing. Oh, da waren wir gar nicht. Ich glaube, dann fehlt uns noch ein Bereich. Ich muss gleich mal eben nachschauen, ob wir irgendwas falsch gemacht haben. Wir schauen dir erstmal das Gehege zu Ende an. Also sieht hier die Form aus. Auch super interessant. Richtig, richtig cool. Oh, warte mal, aber... Ne, hier war ein Zaun vor. Deswegen sind wir hier gerade nicht lang gegangen. Aber ich schaue mal eben nach, Leute. Okay, Leute, ich dürfte nichts übersehen haben. Ich glaube, ich habe alles einigermaßen richtig gemacht. Ich hoffe es zumindest. Das war die zweite Folge von Orbis Terrarum Natura. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den zweiten Teil von diesem tollen Gemeinschaftsprojekt fandet. Und natürlich kommt jetzt wieder die Quizfrage, mit der ihr einen von drei 15 Euro Amazon-Gutschein gewinnen könnt. Und die heutige Frage lautet, wie viele verschiedene Tierarten haben wir insgesamt in diesem Video heute gesehen? Schreibt die Lösung unten in die Kommentare und mit etwas Glück gewinnt ihr dann einen von drei 15 Euro Amazon-Gutschein. Das soll es mit der heutigen Folge gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, macht's gut, haut rein, bleibt gesund, euer Dandy.